Die Data Sciences als eine interdisziplinäre Wissenschaftsdisziplin nutzen eine Vielfalt an verschiedenen Algorithmen und Methoden zur Gewinnung von Erkenntnissen aus Daten. Dieser Prozess umfasst üblicherweise die Formulierung einer Problemstellung bzw. einer Fragestellung, die man in weiterer Folge beantworten möchte, die Sammlung von hierfür relevanten Daten, deren Aufbereitung und einen iterativen Prozess aus Exploration der Daten, Modellbildung und Analyse der durch das Modell erkannten Muster bzw. Zusammenhänge, gefolgt von einer Verfeinerung der Modellierung und so weiter. Oft wird auch der gesamte Prozess inklusive der Sammlung der Daten und Aufbereitung öfter durchlaufen. In dieser Lektion werde ich primär auf Aspekte der Modellbildung inklusive des Lernens von Modellen anhand von Daten sowie der darauf basierenden Analyse der Daten eingehen. In diesem Kontext werden häufig Modelle und Methoden des sogenannten maschinellen Lernens eingesetzt. Insbesondere hier Ansätze für unüberwachtes und überwachtes Lernen. Über das unüberwachte Lernen haben Sie in einer vorherigen Lektion schon kurz gehört, aber ich werde das nochmal kurz wiederholen. Beim unüberwachten Lernen versucht man Muster in Daten zu erkennen, wenn keine Zielwerte gegeben sind. Beispielsweise könnte es von Interesse sein, Personen basierend auf ihrem Wahlverhalten, das mittels Umfragen abgefragt wurde, in Gruppen einzuteilen. Eine Analyse dieser Gruppen könnte dann Rückschlüsse auf sozioökonomische Hintergründe oder andere Faktoren bezüglich des Wahlverhaltens ermöglichen. Für derartige Vorhaben werden dann oft Methoden wie Clustering oder Dimensionalitätsreduktion eingesetzt. Im Gegensatz zum unüberwachten Lernen liegen beim überwachten Lernen Daten inklusive zugehöriger Zielwerte vor. Beispielsweise können für einzelne Personen nähere Informationen zum Wahlverhalten oder deren Parteizugehörigkeit vorliegen. In diesem Kontext kann man dann versuchen, Modelle zu erstellen, um die Parteiaffinität einzelner Personen vorherzusagen und dadurch besser zu verstehen, welche Aspekte hierfür relevant sind oder welche Faktoren sie in der Gestaltung des Lebens wertschätzen. Ein weiteres Beispiel wäre das Problem der Vorhersage, ob einzelne Personen, die an einer Wahlumfrage teilnehmen, in weiterer Folge dann auch an weiteren Umfragen teilnehmen werden. Das ist das sogenannte Survey Attrition Problem. Und das ist ein Problem, welches wir in einer späteren Lektion dann auch noch genauer betrachten werden. Übliche Methoden des überwachten Lernens fallen in die Kategorien der Regression. Das ist die Vorhersage von reellwertigen Zielwerten. Oder Klassifikation, das ist die Vorhersage von sogenannten kategorischen Daten. Das überwachte Lernen ist der Hauptfokus dieser Lektion. Auf abstrakter Ebene geht es im überwachten Lernen einfach darum, eine mathematische Abbildung zu lernen, welche im Falle von Klassifikation von Eingabedaten auf eine Klasse, eben eines von einer gegebenen Menge an diskreten Objekten, abbildet. Vertiefen wir jetzt unsere Betrachtungen mit der Frage nach den wesentlichen Komponenten und Aspekten des überwachten Lernens. An erster Stelle des überwachten Lernens stehen die Daten. Wie bereits erwähnt, liegen die Daten im Falle des überwachten Lernens inklusive zugehöriger Zielwerte vor. Das bedeutet konkret, dass einzelne Datenpunkte in Form von sogenannten Tupeln aus Eingabedaten bzw. Features und den zugehörigen Zielwerten vorliegen. Die Eingabedaten werden üblicherweise in Form von reellwertigen Vektoren dargestellt. Die Zielwerte sind, je nach Anwendungsfall, je nach Applikation, üblicherweise reelle Zahlen oder einfache diskrete Objekte, aber auch komplexere Objekte wie ganze Texte sind als Zielwerte möglich. Nicht alle Eingabedaten liegen natürlicherweise in der Form von reellwertigen Vektoren vor. Zum Beispiel müssen Texte oder auch Bilder erst durch geeignete Transformationen in eine derartige Repräsentation umgesetzt werden. Hierfür gibt es viele standardisierte Techniken, die man verwenden kann. Die werden aber auch nach wie vor tatsächlich noch weiterentwickelt. Wichtig ist es festzuhalten, dass die Repräsentation der Daten durch Features eine sehr wesentliche Rolle innerhalb des Prozesses des überwachten Lernens darstellt. Vereinfacht kann man sagen, dass basierend auf guten Features ein überwachtes Lernproblem recht einfach mit gutem Erfolg gelöst werden kann, wohingegen bei ungeeigneten Features das Lernproblem im Allgemeinen sehr schwer zu lösen ist oder aber auch grundsätzlich keine guten Vorhersagen möglich sind. Basierend auf den vorliegenden Daten, in diesem Kontext dann oft auch als Trainingsdaten bezeichnet,
versucht man nun eine Hypothese zu bestimmen bzw. ein Modell zu lernen, welches die Zusammenhänge zwischen den Eingabedaten und den Zielwerten akkurat beschreibt. Wie gut diese Zusammenhänge dann durch eine Hypothese beschrieben werden, wird oft durch eine sogenannte Fehlerfunktion quantifiziert. Mittels einer Lernmethode, einem Algorithmus, wird die Fehlerfunktion durch die Anpassung von anfälligen Parametern des Modells in weiterer Folge dann minimiert. Und die Hoffnung ist, dass ein Modell mit geringem Fehler gut funktioniert. Und was genau gut funktioniert bedeutet, werden wir in Kürze dann noch detaillierter besprechen. Je nach dem verwendeten Modell kann die Lernmethode beispielsweise einige einfache Berechnungen durchführen, um dadurch gute Parameter zu bestimmen oder aber auch einen komplexen Optimierungsvorgang durchführen. Das Ergebnis der Lernmethode ist dann die bereits erwähnte Hypothese, ein sogenanntes Modell. Im Fall eines Regressionsproblems ist das eine Regressionsfunktion, im Falle eines Klassifikationsproblems ein Klassifikator. Konkret sind es mathematische Abbildungen, die Elemente des Eingaberaums, ein sogenanntes Eingabedatum, auf ein Element des Ausgaberaums, einen möglichen Zielwert, abbilden. Hierbei ist es dann wichtig festzuhalten, dass wir nicht daran interessiert sind, eine beliebige Hypothese zu lernen, sondern Hypothesen, die tatsächlich in den Daten vorhandene Zusammenhänge akkurat beschreiben und die es uns dann in weiterer Folge erlauben, die Hypothesen für Vorhersagen auf neuen Daten, sogenannten Testdaten, zu nutzen. Man spricht in diesem Kontext auch davon, dass die Hypothesen gut generalisieren, das heißt eben auch auf den erwähnten neuen Daten korrekte Vorhersagen treffen bzw. Vorhersagen mit einem geringen Fehler entsprechend der vorher erwähnten Fehlerfunktion. In weiterer Folge will ich anhand von zwei Beispielen mögliche Modelle und wie diese gelernt werden können kurz besprechen. Beim ersten Beispiel handelt es sich um die sogenannte lineare Regression. Hierbei soll ein reellwertiger Zielwert durch eine lineare Funktion, welche die einzelnen Features in den Eingabedaten gewichtet und additiv kombiniert, vorhergesagt werden. Als Fehlerfunktion wird hierbei häufig der sogenannte quadratische Fehler herangezogen. Für jeden betrachteten Datenpunkt wird der Fehler in der Vorhersage des zugehörigen Zielwertes quadriert. Die Fehler der einzelnen Datenpunkte werden dann aufsummiert oder gemittelt und quantifizieren dann den Fehler der Regressionsfunktion. Zum Lernen des Modells wird der quadratische Fehler auf den Trainingsdaten dann durch Anpassung der Gewichtung der einzelnen Features minimiert. Üblicherweise entweder in geschlossener Form, mittels Gradientenverfahren iterativ oder ähnlichen Techniken. In der Praxis und je nach Anwendungsfall kann es aber auch sinnvoll sein, andere Fehlerfunktionen zu betrachten. Zum Beispiel Funktionen, welche die mittleren absoluten Abweichungen quantifizieren. Im Kontext von der linearen Regression ist auch ersichtlich, dass die Wahl von guten Features von fundamentaler Bedeutung dafür ist, wie gut die erhaltene Hypothese dann tatsächlich ist und funktioniert. Wenn die tatsächlichen Zusammenhänge zwischen Eingabedaten und Zielfunktion durch eine lineare Funktion akkurat beschrieben werden können, so wird die lineare Regression im Allgemeinen auch gut funktionieren. Wohingegen im Fall, dass der Zusammenhang für gegebene Features nicht linear ist, dann wird die Qualität der Hypothese häufig nicht so gut sein. Des Weiteren können im Fall der linearen Regression aus den gelernten Gewichten der einzelnen Features auch Rückschlüsse auf die Bedeutung dieser Features für die Vorhersage der Zielwerte gewonnen werden, einfach durch die Betrachtung dieser Gewichte selbst. Beim zweiten Beispiel, welches ich ganz kurz besprechen will, handelt es sich um die sogenannte logistische Regression. Die logistische Regression wird ungeachtet ihres Namens zur Lösung von binären Klassifikationsproblemen genutzt. Ihr Name stammt daher, dass die sogenannte logistische Funktion verwendet wird, um die Zugehörigkeit von Eingabedaten zu einer bestimmten Klasse zu quantifizieren. Konkreter wird zur Quantifizierung der Klassenzugehörigkeit eines Eingabedatums erst eine lineare Funktion, welche die einzelnen Features des Datums gewichtet und additiv kombiniert, berechnet und das Ergebnis dann durch die logistische Funktion transformiert. Das Ergebnis dieser Transformation kann man dann als Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit des Eingabedatums zu einer der zwei möglichen Klassen interpretieren. Basierend auf diesen Wahrscheinlichkeiten definiert man eine Fehlerfunktion, den sogenannten Cross-Entropy-Loss.
welche man dann mittels geeigneter iterativer Optimierungsverfahren minimieren kann. Ähnliche Beobachtungen zur Wichtigkeit von gut geeigneten Features, wie im Falle der linearen Regression, sind auch hier bei der logistischen Regression zutreffend. Abschließend sei dann noch erwähnt, dass die logistische Regression auch auf natürliche Weise für Mehrklassenprobleme, also Fälle, wo es mehr als zwei Klassen gibt, angewendet werden kann. Zum Abschluss dieser Lektion will ich noch einmal auf den sehr wichtigen Punkt der Vorhersage mittels Modellen bzw. deren Generalisierungseigenschaften zurückkommen. Immer wenn wir eine Hypothese bestimmen, indem wir Modelle mittels einer Lernmethode an gegebene Trainingsdaten anpassen, das heißt die Fehlerfunktion auf den gegebenen Trainingsdaten minimieren, besteht die Gefahr von der sogenannten Überanpassung. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Überanpassung, dass es eine Alternative, eine andere Hypothese gegenüber der mittels der Fehlerminimierung ausgewählten Hypothese geben würde, die auf neuen Daten, also Daten, die nicht selber für die Anpassung des Modells verwendet wurden, einen geringeren Fehler aufweisen würde. Da man die Hypothesen ja für Vorhersagen auf neuen Daten verwenden will, will man also die Überanpassung natürlicherweise vermeiden. Überanpassung tritt im Allgemeinen immer dann auf, wenn man wenig Trainingsdaten im Vergleich zur Komplexität des Modells hat. Vereinfacht gesprochen charakterisiert die Komplexität eines Modells, welche Zusammenhänge in den Daten erkannt und dargestellt werden können. Zum Beispiel, ob nur die erwähnten linearen oder auch nichtlineare Zusammenhänge durch das Modell beschrieben werden können. Im Allgemeinen besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der anpassbaren Parameter eines Modells und der Komplexität eben dieses Modells. Daher kann man Überanpassung entgegenwirken, indem man, wenn dies denn möglich ist, mehr Daten für die Anpassung der Parameter verwendet oder die Komplexität der verwendeten Modelle explizit gering hält. Und die Kontrolle der Komplexität eines Modells kann oft beispielsweise durch die sogenannte Regularisierung erreicht werden. Hiermit endet auch schon diese kurze Übersicht zu Methoden und Aspekten der Data Sciences bzw. des maschinellen Lernens in den Computational Social Sciences. In späteren Lektionen werden wir die Anwendung von Modellen des maschinellen Lernens bzw. der Data Sciences auf konkrete Fragestellungen der Computational Social Sciences dann noch detaillierter betrachten und besprechen.